Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns nun weiter mit HTML beschäftigen, nachdem wir im letzten Video schon gesehen haben, wie die Grundstrukturen von HTML aussehen. Wir haben gewisse Elemente kennengelernt und wir haben die grobe Struktur kennengelernt. Wer das nicht mehr im Kopf hat, sollte sich das auf jeden Fall noch an meinem letzten Video anschauen. In diesem Video soll es damit weitergehen, dass wir uns jetzt weitere Elemente angucken, und zwar konkret Verweise, das Einbinden von Bildern, Listen und Tabellen. Das sind die vier Punkte, die ich in diesem Video ansprechen möchte. Das Ganze ist als Sing-Along-Video gedacht. Die Idee ist, dass ihr selber versucht, alle diese Sachen nachzuvollziehen. Also immer, wenn ihr euch etwas angesehen habt, versucht das anschließend selber einmal nachzubauen. Ihr solltet den HTML-Code also selber im Editor schreiben, bei euch auf dem eigenen Computer in den Browser laden, gucken, ob alles passt und alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Oder irgendwo etwas nicht klappt, dann heißt es Fehler suchen. Und da muss man immer sehr penibel, sehr genau sein, denn schon ein einziger Buchstabendreher oder ein vergessener Buchstabe sorgt dafür, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Selber ausprobieren, das ist an dieser Stelle und nicht nur an dieser, sondern fast durchgängig in dieser Vorlesung, in dieser Videoserie, ganz entscheidend. Nur dadurch lernt man, wie man mit diesen Dingen umgeht. Mir nur dabei zuzuschauen, wie ich es mache, bringt gar nichts. Genug der Vorrede, und damit steigen wir dann auch ein und wenden uns wieder unserer Entwicklungsumgebung zu. Wir haben hier wieder den uns schon aus dem letzten Video bekannten Aufbau des Bildschirms. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir unseren Editor, oben rechts sehen wir unseren Browser und unten rechts sehen wir den Ordner mit unseren HTML-Dateien. Wir wollen uns jetzt zunächst ansehen, wie Verweise funktionieren. Dazu machen wir uns eine Kopie der Vorlagedatei und benennen diese anschließend einmal um, und zwar in Verweise und Bilder. Die Datei öffnen wir dann im Editor und können jetzt auch hier entsprechend erst einmal den Titel ändern. Jetzt schreiben wir einen allerersten Absatz hier hinein, um wieder etwas Text auf unsere Webseite zu bekommen, woraus wir dann gleich einen Verweis machen können. Wir fügen also wieder einen Absatz ein mit einem P-Tag und schreiben hier zunächst einmal einfach den Text Universität Paderborn hinein. Die Datei speichern wir und dann laden wir sie einmal bei uns in den Browser und gucken uns an, was hier passiert. Da steht jetzt dieser Text. Ich hatte ja gesagt, das soll ein Verweis sein auf die Homepage der Universität Paderborn zum Beispiel. Aber da passiert natürlich noch nichts. Das ist noch kein Link. Das müssen wir jetzt erst einmal daraus machen. Dazu müssen wir jetzt diesen Text in ein Link-Element einbetten. Das machen wir, indem wir hier ein A-Tag einfügen. A ist ein Element, ein HTML-Element, das einen Anker darstellt, und als Anker, ein Anker ist das, was wir brauchen, wenn wir einen HTML-Link, einen Link auf eine andere Webseite erstellen wollen. Dieses Tag muss natürlich wieder geschlossen werden, das heißt, wir haben ein öffnendes und ein schließendes Tag, wir haben den Inhalt dazwischen und das ist der Text, der dann gleich als Link hoffentlich sichtbar sein wird. Wir probieren das aus, wir speichern das Ganze, wir laden die Seite hier drüben neu und wir sehen, wir können da leider immer noch nichts anklicken. Warum denn eigentlich nicht? Was fehlt denn da? Naja, wir haben ja überhaupt nicht gesagt, wo dieser Verweis denn hinführen soll. Das ist noch eine notwendige Bedingung dafür, dass der Verweis auch tatsächlich funktioniert. Und das machen wir über ein Attribut. Und Attribute, wir erinnern uns, geben wir immer an das öffnende Tag, also an das öffnende Tag eines Elements an. Und hier schreiben wir also an das A-Element ein solches Attribut. Und das heißt href. Hier kommt auch schon wieder der Vorschlag des Editors. Und wir erinnern uns, an ein Attribut kommt immer das Gleichheitszeichen hinten dran, an den Attributnamen. Und in die Anführungszeichen, die einfachen geraden Anführungszeichen hinein, kommt jetzt die Adresse, auf die wir verweisen wollen. Und das soll in meinem Fall die Homepage der Universität sein. Wie Webadressen aussehen, erinnert ihr euch sicherlich noch, das haben wir ja neulich schon in einem Video behandelt. Das ist also eine Webadresse, nämlich eben jetzt die der Universität Paderborn. Wenn wir das jetzt hier nochmal analysieren, haben wir also hier ein P-Tag, einen Absatz. Dieser Absatz enthält ein A-Element, also einen Anker. Dieses Element enthält einen Inhalt, nämlich den Text Universität Paderborn, und ein Attribut, nämlich eben die Adresse, auf die verwiesen werden soll. Und damit haben wir jetzt alle nötigen Zutaten zusammen. Wir können jetzt die Seite hier drüben noch einmal erneut laden und sehen jetzt, dass der Link hier anders angezeigt wird. Das ist die Standardart, wie Links in Browsern angezeigt werden, meistens in blauer Farbe und unterstrichen. Und jetzt können wir diesen Link auch tatsächlich anklicken, und wenn wir das tun, dann landen wir tatsächlich auf der Homepage der Universität Paderborn. Funktioniert also jetzt. Wir hatten tatsächlich schon im letzten Video einen solchen Anker gesehen, aber da bin ich gar nicht darauf eingegangen, den hatte ich so heimlich still und leise schon mal erwähnt. Auf diese Weise kann man jetzt also auf Webseiten verweisen, die irgendwo auf der Welt auf einem Webserver liegen. Manchmal möchten wir aber auch lokale Dateien miteinander verknüpfen. Wenn wir beispielsweise auf die Seite überschriften.html hier zugreifen wollen, die im selben Ordner liegt, dann können wir das ebenfalls machen.
Dazu legen wir jetzt einen weiteren Anker an. Ich packe den mit in diesen Absatz hier hinein. Ich mache das ein ganz kleines bisschen übersichtlicher. Jetzt sehen wir also hier, wie der Absatz aus diesem einen Anker besteht. Und jetzt füge ich hier einen weiteren Anker ein. Da fügen wir auch gleich schon das href-Attribut mit dazu. Lassen das aber erst noch einmal leer. Und hier möchte ich jetzt auf eine lokale Seite verweisen. Da würde ich natürlich sinnvollerweise einen sinnvollen Text hinschreiben. Aber wir machen das jetzt mal einfach ganz kurz und knapp hier. Ich nenne das einfach lokale Seite. Und jetzt muss ich hier den Dateinamen angeben, auf den ich verweisen möchte. Der Dateiname reicht an dieser Stelle, weil die Datei, auf die ich verweisen möchte, im selben Verzeichnis liegt. Ich kopiere mir also einfach den Dateinamen hier heraus, schreibe den hier in den Anker hinein und muss jetzt daran denken, dass ich hier die Dateiendung mit angebe. Deshalb hatten wir gesagt, dass ihr auf jeden Fall hier in eurem Computer so einstellen solltet, dass ihr immer die Dateiendung mit seht. Wenn ihr die Dateiendung nämlich hier nicht seht und dann versehentlich hier den Dateinamen ohne Dateiendung angeht, dann funktioniert das Ganze nicht. Deshalb also ganz wichtig, die Dateiendung hier einzuschalten und hier auch mit zu berücksichtigen. Manchmal kommt es übrigens auch zu Problemen mit so etwas wie solchen Umlauten hier. Deshalb wird häufig auch empfohlen, auf Umlaute zu verzichten und stattdessen Umschrift zu verwenden, also UE statt Ü zu schreiben und so weiter. Das hängt wieder mit dem guten alten 7-Bit-ASCII zusammen, mit dem wir uns ja hier schon beschäftigt haben. Soweit funktioniert das jetzt an dieser Stelle. Also das behaupte ich jetzt gerade. Wir probieren das einmal aus. Ich speichere die Datei einmal. Ich lade sie hier drüben neu. Der Text steht natürlich einfach dahinter. Ist ja im selben Absatz steht der Text ja. Das ist der Link von eben, der funktioniert immer noch. Unten im Browser sehen wir auch, wo der Link hinführt. Und bei dem anderen Browser sehen wir eben, bei dem anderen Link sehen wir jetzt eben, dass eine andere Adresse angezeigt wird. Und wenn ich draufklicke, bekomme ich auch tatsächlich diese Seite, die wir da gerade verlinkt haben. Das funktioniert also. Wenn jetzt diese andere Seite, auf die wir verweisen wollen, in einem anderen Verzeichnis läge, dann müssten wir den Pfad angeben, wie wir dorthin kommen. Und zwar immer relativ, also sprich von der Seite aus, wo wir sind. Wir befinden uns ja in diesem Ordner strukturierte Dokumente und müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir von da aus in das Verzeichnis hinein auf unserem Computer, auf das wir verweisen möchten, beziehungsweise in dem die Datei liegt, auf die wir verweisen möchten. Das müssten wir also dann jetzt machen. Das machen wir an dieser Stelle nicht. Damit lassen wir die Links für den Augenblick erstmal gut sein und das soll uns für den ersten Moment erstmal reichen. Eine Kleinigkeit kommt allerdings gleich noch. Erstmal gucken wir uns jetzt einmal an, wie wir mit Bildern umgehen. Dazu habe ich etwas vorbereitet und zwar habe ich hier in einem anderen Ordner bei mir schon ein Bild liegen und das Bild, das kopiere ich mir jetzt einmal kurzerhand hier in diesen Ordner hinein. Und dann haben wir hier jetzt ein Bild, die Bild1.jpg, ein kleines Bildchen, das einfach einen Wasserfall zeigt. Und dieses Bild möchte ich jetzt gerne auf meiner Webseite verfügbar machen. Also auf meiner Webseite soll das hier angezeigt werden. Dazu muss ich es hier in das Dokument einbinden. Wir können das Bild hier nicht direkt in den Texteditor hineinschreiben, sondern wir müssen das jetzt irgendwie referenzieren. Ich mache dafür zunächst einmal einen neuen Absatz und in den hinein soll jetzt unser Bild kommen. Wie verweisen wir auf ein Bild? Ein Bild auf Englisch ist ein Image und weil das auch mal wieder was ist, was man sehr häufig braucht, wird auch das wieder abgekürzt, also nicht Image ausgeschrieben, sondern kurz IMG geschrieben. Und jetzt würde man ja meinen vielleicht, dass ein Bild jetzt so etwas wie einen Inhalt hat, das eben den Inhalt des Bildes, also das, was angezeigt werden soll. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das Bild, das Image, ist auch ein Element, das keinen Inhalt enthält, sondern es enthält stattdessen ein Attribut. Und dieses erste Attribut, es enthält tatsächlich zwei Attribute. Das erste heißt src für source und gibt jetzt den Dateinamen an des Bildes, auf das wir verweisen wollen. Da muss ich ein Gleichheitszeichen hinmachen, dann haben wir da die Anführungszeichen und hier hinein kommt jetzt der Name des Bildes, auf das wir verweisen wollen. Also ich kopiere mir den wieder hier von dem Dateinamen rüber, Bild 1 und auch hier wieder ganz wichtig, die Dateiendung nicht vergessen. Und genau darauf achten, JPEG JPG hier geschrieben, manchmal wird das auch JPEG geschrieben oder wie auch immer. Die Dateiendung muss genauso korrekt sein wie der Dateiname. Ein kleiner Fehler hier sorgt schon dafür, dass das Bild nicht gefunden wird. Das ist das erste Attribut. Ein Image-Tag braucht ein Image-Element, braucht aber tatsächlich noch ein zweites Attribut, und zwar nämlich das sogenannte Alt-Attribut. Das ist verpflichtend, und wenn wir das weglassen, dann ist das ein Fehler. Dabei handelt es sich um einen sogenannten alternativen Text, für den wir eben dieses Alt-Attribut verwenden. Und dieses Attribut sollte einen beschreibenden Text für das Bild enthalten. Da schreiben wir also jetzt etwas rein, wie beispielsweise jetzt ja, den Namen dieses Wasserfalls. Den kopiere ich mir wieder hier aus einem anderen Dokument hier rüber, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. So. Und dieser Text
Der wird angezeigt, immer dann angezeigt, wenn das Bild aus irgendwelchen Gründen nicht selber angezeigt werden kann. Das werden wir gleich auch noch sehen, wann das zum Beispiel passieren kann, nämlich wenn das Bild nicht gefunden wird oder gar nicht existiert. So, und damit sind wir dann fertig. Dieses Image-Element ist also ein weiteres Element, das keinen Inhalt und daher kein schließendes Tag enthält. Zwar mag uns das Bild wie ein Inhalt vorkommen, aber es ist ja ein Attribut und eben kein Inhalt. Alle benötigten Informationen stehen also schon in den Attributen und so haben wir hier ein weiteres inhaltsleeres HTML-Element, wie zuvor das BR- und das Meta-Element. Gut, die Datei können wir jetzt wieder speichern, hier drüben im Browser neu laden und dann sehen wir, dass das Bild tatsächlich gefunden wird, angezeigt wird. So einfach geht das also. Wir haben das Bild hier wieder im selben Ordner liegen wie unsere Dateiverweise und Bilder.html. Genauso lag ja auch die Dateiüberschriften.html hier und eben jetzt auch unser Bild. Oft ist es aber sinnvoll, gerade wenn man viele Bilder hat, die Bilder nicht im selben Ordner zu haben, sondern sich dafür einen Unterordner anzulegen. Das ist besonders dann eben hilfreich, wenn wir viele Bilder haben. Es ist dann viel übersichtlicher. Dann hat man hier eben ja, die Bilder separat in einem Ordner liegen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir schieben das Bild da einfach hinein. Und jetzt laden wir die Seite hier oben noch einmal. Und dann stellen wir fest, jetzt wird das Bild nicht mehr gefunden. Es liegt ja nicht mehr im selben Ordner. Wird hier stattdessen nur dieses kleine Icon angezeigt. Und daneben taucht jetzt auf einmal aber der Alt-Text auf. Also das, was wir hier als Alt-Attribut angegeben haben, taucht jetzt hier auf. Genau dafür, oder das ist einer der Sinne, warum man diese Alt-Attribute verwendet. Es gibt noch ein anderes gutes Argument dafür, auf das wollen wir hier aber jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. So wollen wir das aber nicht haben. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir jetzt erstmal wieder das korrigieren, dass das Bild auch gefunden wird. Und dafür kommt jetzt genau das, was ich eben schon angesprochen habe, dieser Pfad ins Spiel. Das heißt, wir müssen von hier aus sagen, wie finden wir von dieser Datei ausgehend, denn, oder von dem Ordner, in dem diese Datei liegt, ausgehend, denn jetzt bitte schön das Bild. Naja, das liegt in einem Unterordner Bilder. Und deshalb müssen wir hier also jetzt einfach den Ordnernamen hineinschreiben, einen Schrägstrich dahinter machen, immer den normalen Schrägstrich, nicht den rückwärtsgerichteten, ganz normaler Schrägstrich. Und dann haben wir damit schon den Pfad angegeben. Wir sagen also jetzt, wir sollen gucken in einem Verzeichnis Bilder. Und darin sollte dieses Bild eben dann liegen, sodass das hoffentlich dann angezeigt wird. Wir speichern das, wir laden das und wir sehen tatsächlich, das Bild ist wieder da. Alles also wunderbar. Jetzt wollen wir noch ein zweites Bild einbinden. Dazu mache ich nochmal einen weiteren Absatz hier auf. Ich könnte das auch in denselben Absatz packen, dann würde das Bild daneben angezeigt werden. Das möchte ich aber nicht. Und auch hier habe ich das wieder vorbereitet. Ich habe ein Bild noch hier auf meinem Computer in einem anderen Verzeichnis liegen. Das kopiere ich jetzt wieder hier hinüber und zwar direkt in den Ordner Bilder hinein, sodass wir das also jetzt da auch liegen haben. Wenn wir das also jetzt hier mit anzeigen wollen, dann können wir ganz einfach so vorgehen. Ich mache den Absatz da unten gleich einfach wieder weg. Oh, Entschuldigung, ich wollte das gar nicht löschen. So, dann können wir das einfach so machen, dass wir das Bild hier einfach jetzt hinein, den Text einfach hier hinein kopieren, das hier korrigieren. Natürlich müssen wir hier sagen, dass es sich um einen anderen Wasserfall handelt. Wir speichern das. Wir laden das hier drüben und fertig sind wir. Die beiden Bilder werden also hier jetzt angezeigt. Funktioniert also und ist relativ schnell und einfach gemacht worden. Soweit ist das jetzt nichts Neues gewesen, was wir gerade gemacht haben und auch nicht weiter spannend. Jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass dieses Bild, was wir da gerade haben, zu einem Verweis gemacht wird. Das heißt, wir haben hier oben ja schon gesehen, wie Verweise gehen und wir können auch ein Bild zu einem Verweis machen, sodass man also das Bild auch anklicken kann und dann auf einer anderen Webseite landet. Wir wissen schon, wie man einen Verweis erstellt, indem wir nämlich einen Anker erstellen. Dann machen wir das doch einfach mal. Einen Anker und das schließende Tag, das muss jetzt natürlich ganz hinter das Bild, ganz ans Ende. Und damit haben wir jetzt einen Anker daraus gemacht. Wir wissen aber schon, das reicht nicht. Wir müssen ja auch noch ein href-Attribut vergeben. Das wissen wir ja auch schon von eben. Das heißt, wir schreiben jetzt hier href gleich und in die Anführungszeichen geben wir jetzt irgendeine Adresse an, auf die wir verweisen wollen. Also sinnvollerweise könnte das natürlich sowas sein wie der Wikipedia-Artikel zu diesem Wasserfall beispielsweise oder eine Webseite, die wir selber erstellt haben zu dem Thema irgendwo. Ich verweise einfach mal bequemlichkeitshalber auf die Uni-Homepage. Natürlich nicht wirklich sinnvoll, aber so sollte das funktionieren. Und dasselbe Spiel wie immer, wir speichern. Wir laden hier drüben neu und wenn wir jetzt die Maus hier drauf bewegen, sehen wir, der Zeiger verwandelt sich in eine Hand. Und das heißt, wir können das anklicken und wenn wir da draufklicken, landen wir natürlich auf der Homepage der Universität Paderborn. Soweit funktioniert das also. Zu guter Letzt noch eine kleine Ergänzung. Manchmal möchte man Bilder einfach so im Text stehen haben, wie wir das hier gerade haben. Manchmal möchte man sie aber auch, wie man das aus Büchern oder Zeitschriften kennt, zusammen mit einer Bildunterschrift auf der Webseite anzeigen. Auch das geht.
Dafür gibt es ein weiteres Element, ein weiteres HTML-Element, das wir jetzt kennenlernen wollen. Und das ist eine sogenannte Figure, eine Abbildungsumgebung. Auf Englisch heißt so etwas Figure. Da unten haben wir sie schon stehen. Da haben wir jetzt die Umgebung. Und da hinein können wir auch wieder ein solches Bild legen. Jetzt wollen wir aber noch die Bildunterschrift dazu angeben. Das heißt, hier müssen wir jetzt noch eine Bildunterschrift angeben. Und da haben wir schon den Vorschlag dafür. Das ist nämlich eine sogenannte Fig Caption. Eine Caption ist eine Unterschrift oder Überschrift, je nachdem. Also Tabellen haben immer Überschriften. Da heißen die einfach Caption. Bei Abbildungen heißen die Figure Caption oder kurz Fig Caption. Warum man das so abgekürzt hat, weiß ich nicht. So oft braucht man die nämlich eigentlich nicht. Und da hinein würden wir dann eben jetzt unsere Bildunterschrift schreiben. Naja, und das könnte ja zum Beispiel sinnvollerweise der Name dieses Wasserfalls sein. Dann setzen wir den da ein, wir speichern das, wir laden das da drüben im Browser neu und sehen jetzt, wie das hier aussieht. Wir sehen, das ist ein bisschen anderes Layout. Das ist wieder das automatisierte Layout, also die Standarddarstellung des Browsers. Darauf können wir Einfluss nehmen und wie das geht, das lernen wir in Kürze. Das war es soweit zum Thema Bilder und Verweise. Und jetzt schauen wir uns als nächstes an, wie man mit Tabellen und Listen umgehen kann. Dazu schließe ich erstmal wieder unsere Datei. Wir erstellen wieder eine Kopie unserer Vorlagedatei und nennen die jetzt listen.html. Die öffnen wir natürlich wie üblich in unserem Browser. Wir nennen das auch hier Listen und dann können wir auch schon loslegen. Wir laden sie erst schon mal wieder in unseren Browser hinein. Da sieht man jetzt natürlich noch gar nichts, außer dass wir sehen, dass die Datei Listen hier jetzt existiert. Und nun können wir hier Listen einfügen. Es gibt zwei Arten von Listen, und zwar nummerierte und unnummerierte Listen. Fangen wir zunächst einmal mit den unnummerierten an. Unnummerierte Listen sind auf Englisch unnumbered oder unordered List, kann man auch sagen. Und die heißen kurz UL. Immer daran denken, öffnen das und schließen das Tag. Zum Glück macht unser Editor das automatisch. Ansonsten müssen wir selber dafür sorgen. Ihr habt es schon mehrfach gesehen. Man muss auch immer aufpassen, dass man die in der richtigen Reihenfolge wieder schließt. Ich habe mehrfach eben immer solche Elemente umgeschoben, weil die eben an den richtigen Stellen stehen müssen. Sonst passieren komische Dinge. Gut, jetzt müssen wir als nächstes dafür sorgen, dass zwischen diese beiden Tags, also in diese Liste hinein, die einzelnen Elemente unserer Liste kommen. Das sind die sogenannten List Items, kurz LI. Und da können wir jetzt etwas hineinschreiben. Zum Beispiel können wir da hineinschreiben ein Punkt. Oh, und wo es einen Punkt gibt, da kann es ja vielleicht auch noch einen zweiten Punkt geben. Und vielleicht auch noch einen dritten. Das speichern wir wieder, dann laden wir das in unserem Browser hier drüben neu und da sehen wir jetzt diese Aufzählung. Das könnten natürlich auch beliebig viele Punkte sein, vollkommen klar. Das ist uns völlig überlassen. Wir können auch Listen in Listen schachteln. Dazu fügen wir eine Liste in einen Punkt ein. Das machen wir zum Beispiel hier jetzt mal an dieser Stelle. Hier fügen wir jetzt eine weitere Liste ein. Ich mache also wieder ein UL hier hinein. Das ist wichtig, dass das innerhalb dieses List-Items, also innerhalb dieses Punktes passiert. Da wird also jetzt eine weitere Liste eingefügt und diese Liste soll bei mir jetzt mal nur aus einem einzigen Punkt bestehen. Da schreibe ich einfach nur mal hinein einen Unterpunkt. Auch die könnte natürlich länger sein, wenn man das denn möchte. Da speichern wir wieder, laden hier drüben neu und dann sehen wir, dass das Ganze so schon funktioniert. Ich hatte eben gesagt, dass wir auch nummerierte Listen erstellen können. Das geht relativ einfach, wenn wir einmal verstanden haben, wie Listen gehen. Ich kopiere mir die Liste einfach mal hier unten drunter noch einmal. Und jetzt machen wir eine sortierte oder eine ordentliche, eine geordnete Liste, eine ordered List auf Englisch daraus, indem wir da ein OL schreiben. Und da müssen wir auch immer dran denken, das muss sich immer entsprechen. Wenn da OL steht, muss auch hier OL stehen. Gucken wir uns das einmal an, wie das dann aussieht. Dann stellen wir fest, aha, hier haben wir jetzt eine Liste, die mit erstens, zweitens, drittens durchnummeriert ist. Unsere Unterliste ist natürlich nicht nummeriert, denn hier hatten wir immer noch ein UL stehen. Aber auch da können wir ja für sorgen, dass wir das vielleicht mal anders machen und machen auch da ein UL draus, weil wir gerade Spaß dran haben. Und dann sehen wir, dass auch die ordentlich durchnummeriert wird und wir jetzt also eine nummerierte Liste oder eine Ordered List in einer anderen Ordered List haben. So funktioniert das also. Das war es schon zu den Listen und jetzt wollen wir uns noch den Tabellen zuwenden. Daher schließe ich auch diese Datei hier wieder und wir erzeugen wieder eine Kopie unserer Vorlagedatei und benennen diese um in Tabellen. Die holen wir uns schon mal wieder in unseren Editor hinein, die laden wir außerdem schon mal hier oben in unseren Browser, nennen sie hier einmal Tabellen, speichern das, laden das hier neu und sehen jetzt, dass wir hier die Datei Tabellen haben. Die beiden anderen schließe ich gerade mal, weil wir die gerade nicht mehr brauchen. Auf Englisch heißt eine Tabelle Table und genau das schreiben wir hier hinein. Wir sehen also, so ganz schwer ist das eigentlich gar nicht, was wir hier gerade machen. Table,
Zack. Und damit haben wir eine Tabelle erzeugt. Die Tabelle braucht natürlich noch Inhalt. Und den müssen wir jetzt hier hineinschreiben. Das allererste, was wir hier hineinschreiben, ist eine Tabellenüberschrift. Ich hatte schon gesagt, Bilder haben typischerweise Bildunterschriften, Tabellen haben üblicherweise Tabellenüberschriften. Bei Bildern hieß das, also in den Abbildungsumgebungen hieß das Fig Caption. Hier heißt das Ding einfach Caption. Caption, da haben wir jetzt die Caption stehen und da können wir jetzt einen Text hineinschreiben, zum Beispiel dies. So, und jetzt können wir uns das hier drüben schon wieder angucken und dann sieht das nicht sehr spannend aus. So soll das natürlich nicht bleiben, denn jetzt kommt der eigentliche Inhalt der Tabelle. Wir wollen jetzt hier die Ergebnisse dieser Umfrage, die wir hier haben von der ARD, den Deutschlandtrend aus diesem Monat, den wollen wir jetzt natürlich noch hier auch darstellen. Und dafür kommt da jetzt eben eine Tabelle hinein, die in der ersten Zeile die Parteien enthält, in der zweiten Zeile die Umfragewerte für diese Parteien enthält. Dafür brauchen wir also zwei Zeilen und eine Tabellenzeile ist auf Englisch eine Table Row oder, wieder mal abgekürzt, wir kennen das fast schon jetzt mit den Abkürzungen, eine TR. In diese TR hinein, wieder öffnendes und schließendes Tag, immer dran denken. Wenn wir jetzt mehrere solcher Zeilen haben, können wir die einfach untereinander schreiben. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Tabellenzeile und jetzt können wir hier zum Beispiel einfach noch eine zweite Zeile drunter machen. Aber auch diese Zeilen sind natürlich im Moment noch leer. Da muss jetzt ja noch etwas hinein. Und das machen wir jetzt, indem wir hier jetzt Inhalte hineinschreiben. In der ersten Zeile hat man oft Spaltenüberschriften. Für jede Spalte unserer Tabelle schreiben wir hier als erstes ein solches Spaltenüberschriften-Element in die erste Zeile. Dafür schreibt man kurz TH für Table Header. Ich schreibe hier ein solches Element hin und kopiere das dann so oft, wie unsere Tabelle Spalten haben soll. Und das sollen bei mir jetzt mal 4 Stück sein. Im Beispiel kurz zur Vorlesung findet ihr ein paar mehr. Da sind das mehr Parteien, aber hier nehme ich jetzt mal nur die 4 Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl die meisten Stimmen bekommen haben. Und damit haben wir jetzt also unsere Spaltenüberschriften fertig. Die Kopfzeile ist das also gewissermaßen. Jetzt sollen natürlich in die zweite Zeile der Tabelle die Umfrageergebnisse. Auch hier müssen wir für jede Spalte ein Element einfügen. Das müssen genauso viele sein wie oben. Oder wenn das nicht genauso viele sind, dann passieren manchmal komische Dinge. Das werdet ihr dann schon merken, wenn das mal nicht der Fall ist. Hier hinein kommen jetzt also die Tabellendaten, kurz TD für Table Data. Man kann sich das auch als Table Dingsbums merken. Fällt mir zumindest immer leichter, wenn ich das so nenne. Und davon brauchen wir jetzt, wie gesagt, weil wir 4 Parteien haben, auch 4 Stück und können jetzt hier entsprechend die Zahlenwerte eintragen, die sich aus der Umfrage ergeben haben. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, dass ich gerne noch eine weitere Tabellenzeile unten drunter haben möchte, nämlich mit den Veränderungen gegenüber der Vormonatsumfrage. Ich habe jetzt einfach diese komplette Tabellenzeile mit den Werten kopiert und lösche jetzt einfach nur die Werte hier raus, kopiere diese Werte ganz schnell, verändere diese Werte ganz schnell mit auf die passenden Zahlenwerte und damit bin ich dann auch fertig. Damit ist unsere Tabelle jetzt auch schon fertig. Ich speichere sie wieder, ich lade sie hier drüben neu und dann sehen wir, wie sie hier angezeigt wird, Deutschlandtrend der ARD und dann haben wir hier genau eben in den Zeilen hier oben die Kopfzeile in Fett, wie wir sehen. Das ist wieder die Standardeinstellung des Browsers. Auch das werden wir dann noch lernen, wie wir sowas hübsch machen können. Schön sieht das nämlich nun wahrlich nicht aus, was wir hier haben. Und dann haben wir hier drunter eben jetzt die Zahlenwerte, immer die erste Zeile und die zweite Tabellenzeile mit all diesen Werten, die wir da gerade hatten. Das war es für den Augenblick auch schon, was ich zum Thema Tabellen mit euch besprechen wollte. Wichtig ist, dass man einen Überblick über die Struktur behält. Deshalb habe ich hier immer alles auf einzelne Zeilen gesetzt und das immer passend eingerückt. Das muss man nicht machen. Man kann die Sachen auch hintereinander schreiben, alles in eine Zeile, wenn man das übersichtlicher findet. Ich mache das mal ganz kurz hier. Das kann durchaus sinnvoll sein. So kann man das auch machen. Jetzt sieht das hier so komisch umgebrochen aus, aber wenn ich den Editor hier mal breiter ziehe, dann sieht man, das geht also auch. Und so kann das schon einigermaßen übersichtlich aussehen. Dann wird die Datei nicht so lang, ist dafür ein bisschen breiter. Das muss man sich dann immer überlegen, wie einem persönlich das mehr liegt. Das kann man so oder so machen. Aber insgesamt ist es schon wichtig, dass man auch mit den Eindrückungen hier arbeitet und so gut sieht, welche Elemente zusammengehören und wie das Ganze hintereinander passt. Wichtig ist auch immer, dass alle Elemente in der richtigen Reihenfolge geöffnet und geschlossen werden. Die dürfen also nicht so ineinander verschränkt sein, die Elemente, sondern immer außen und dann da drin. Das heißt, wir haben außen die Tabelle, dann da drin haben wir erst die Caption, dann kommt die Table Row und innerhalb jeder Table Row kommen dann die TH- oder TD-Zellen, je nach Bedarf.
Das ist dann auch schon alles, was wir zu den weiteren HTML-Elementen machen wollen. Wir haben jetzt gesehen, wie man Verweise erzeugt, wir haben gesehen, wie man Bilder verwendet, wir haben gesehen, wie man Bilder als Verweise verwendet, wir haben gesehen, wie man Tabellen erstellt, wir haben gesehen, wie man Listen erstellt. Alle diese Dinge kann man miteinander kombinieren. Man kann natürlich auch in einer Tabelle ein Bild haben, das selber wiederum ein Verweis ist. Alle diese Dinge sind möglich und das könnt ihr einfach einmal ausprobieren. Wer Spaß daran hat, spielt jetzt einfach mal mit dem, was wir jetzt schon kennen, herum und ihr werdet sehen, dass man damit schon eine ganze Menge machen kann. Das sieht alles noch nicht schön aus, denn dazu, wie man das schöner macht, kommen wir, wie gesagt, erst nächste Woche. Aber zumindest kann man damit schon mal strukturierte Dokumente aufbauen, mit denen man schon eine ganze Menge an Funktionalitäten abdecken kann. Das soll es dann auch für dieses Video gewesen sein. Hier folgt nur noch ein weiteres Video, in dem man das Ganze einmal im Zusammenhang an einem etwas größeren Beispiel sehen kann. Dort sieht man dann, wie alle diese Elemente sinnvoll miteinander kombiniert werden können zu etwas, das dann, wie gesagt, auch immer noch nicht schön sein wird, das wir aber in der nächsten Woche weiter fortsetzen werden, um es auch mit einem vernünftigen Layout zu versehen. Tschüss, bis zum nächsten Video.